Konstantin, 11 Jahre, behauptet, ich jongliere einen Fußball besser und schneller durch einen Hürdenparcours als FC Bayern-Legende Giovanna Elber. Der Ball muss dabei über die Stange gespielt werden. Der Spieler taucht darunter durch, nimmt den Ball auf der anderen Seite wieder an. Wenn der Ball bei diesem Versuch auf dem Boden aufkommt, müssen Konstantin und Giovanna jeweils hinter die letzte Hürde zurück. Jeder hat 3 Versuche, die schnellste Zeit gewinnt. Klein gegen groß, auf los geht's, los! Zeit läuft. Wichtig ist natürlich auch, dass man mit dem Ball die Hürde nicht wegschießt. Gut kontrolliert. Gute Ballkontrolle. Die Nummer 6 des ersten FC Düren. Ja, sehr gut angenommen. Da geht auch Giovanna das Herz auf. Super, wenn die Kinder sich für Fußball so engagieren, so viel dafür tun. Ja. Oh, du musst zurück. Ja. Ja, so. Ach so, Entschuldigung. Sehr gut. Ah, sehr gute Ballkontrolle. Und jetzt ab ins Ziel. Jawohl. Sehr gutes erstes Ergebnis. Also für mich das schon ein bisschen höher sein. Naja, wir legen sie dir hoch. Danke. Ne? Ja. Der Giovanna hat einen Attest mitgebracht, hat er gesagt. Irgendwo in Bandscheibe. So, Dr. Müller-Wohlfahrt steht auf Abruf bereit. Auf geht's. Ah, Ball wieder hochnehmen an der Stelle, du hast ihn ja gehabt. Oh. Geht's auch, ne? Na, da musst du ihn nehmen. Wir müssen ihn schon kontrollieren. Also einfach nur berühren reicht nicht. So, jetzt kannst du ihn. Nee, du machst weiter, weil der war ja schon kontrolliert. Ich baue hier auf. Weiter geht's. Sehr gut. Schneller, 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 komm. Schnell, 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 die Zeit läuft. Zurück. Männer, ihr müsst ein bisschen mitarbeiten. Danke. Ballkontrolle. Komm, das schaffst du. Jungs, was ist los hier? Was mit dem Ball, Junge? Wahnsinn. Erster Durchgang, komm. Willst du schnell machen? Das? Na. Ja? Letzte. Komm, das schaffst du. Jawohl. Komm. Ja? Du hast ja noch 2 Versuche. Ja? Ich hab noch 2? Ja, ja, du hast noch 2. Jeder hat ja 3 Versuche. Okay. Ja? Jawohl. Hast gut gemacht. Hier war in dem Falle war jetzt nur noch Schaffen das Ziel. Da mussten wir gar nicht mehr darüber reden, welche Zeit es war. So, wir legen die Stangen wieder nach unten, Conny, für dich. So, ich glaube, es sollte alles passen, Conny. Alles so, wie es sein soll. Dein 2. Durchgang. Toi, toi, toi und viel Erfolg. Ja. Weiter. Es ist gar nicht so einfach, den richtigen Moment für das Abspiel zu finden. Das ist also eine Timing-Frage, weil der Ball muss natürlich auch hoch genug gespielt werden, dass man unter der Hürde durchkommt. Aber sehr sauber und sicher in der Ballannahme.
Sehr gut. Tipptopp. Ja, noch zwei Hürden stehen vor dir. Ja. Jawohl. Jawohl. Das könnte der erste fehlerfreie Versuch werden. Komm. Ja. Jawohl. Neue Bestzeit. Genau, wir legen hoch. Wir müssen gucken, dass die Tore richtig von der Entfernung, von der Breite sind. Ja. So, jetzt. Okay. Zweiter Durchgang. Und Zeit läuft. Ah, schnell. Wie gesagt, der Ball muss hinter der Stange kontrolliert werden. Dann kann man weiter. Sehr gut. Ah. Danke, Conny, sehr fair. Komm. Nein. Das war gar nichts. Jetzt aber. Au. Aber es ist auch da einmal mehr. Komm, Giovanna, jetzt, ja. Sehr gut. Hochhalten, genau. Ah! So, komm. Ja. Das war ein guter Versuch. Ja. Ah! Sehr gut. Kannst du hier hochnehmen? Ja? Ah, Mann. Ja, ein bisschen. Weiter. Nein. Ja. Ja. Ah, egal, wie der Stange nehmen. Oh. Darf ich? Boah. Aber du weißt, Conny, hier muss man auf alles gefasst sein, gerade bei den Fußballern. Wir haben ja auch schon einiges hier in der Sendung erlebt. Ich erinnere an die Treppe und Toni Groß, das rückwärts hochjonglieren. Ja, da hat es auch zwei Versuche gebraucht und dann war er on fire. Also, zeig noch mal alles, was in dir steckt. Toi, toi, toi. Und auf geht's. Super. Ja, ja. Sehr gut. Aber auch Conny hat seinen Rhythmus gefunden. Ja. Ah, er muss zurück, genau. Der Ball war nicht kontrolliert hinter der Hürde. Jawohl. Gut. Sehr gut. Nochmal schön an die Stange ran. Sieht gut aus. Wow. Und wow. Auf die letzte konzentrieren. Komm! So, jetzt ist klar, wir gucken einmal auf die Zwischenzeiten. Jetzt ist klar, welche Zeit es zu schlagen geht. Im Grunde genommen musst du einfach nur doppelt so schnell sein wie bei den letzten beiden Versuchen. Darf ich nicht hochschießen und durchlaufen? Bitte mal. Und dann versucht das. Wenn du das schaffst. So, dritter Versuch, Giovanna Elber. Oh, 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 oh. Oh.
Komm, 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 du bist noch gut im Rennen. So war noch unter einer Minute. Ah! Komm, komm, da hinter die Hürde zurück. Mach, das wird eine super Zeit. Das wird auf jeden Fall eine neue Bestzeit. Hier, kannst du weitermachen? Komm! Das kann nicht sein. Das glaube ich nicht, oder? Na, lass mal auf die Zeiten gucken. Nein, das ist unmöglich. Moment. Also, du bist selber schon, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wir müssen uns wirklich, weil hier ist so viel passiert gerade auf dem letzten Durchgang. Wir schauen uns bitte den letzten Durchgang noch mal an, weil wir müssen einmal gucken, dass da alles, alles richtig war, so war, ne? Wie es sein sollte. Genau. So, bis hierhin ist alles okay. Ball kontrolliert, Ball ist da. So, selbst da, einmal runtergefallen, macht nichts, Ball wieder hoch. Da. Musst du da nicht zurück? Ah, genau. Bei der Stange, die runtergefallen ist, da hättest du hinter die Stange zurückgemusst. Ach so, bis zwei. Ja. Ah, bis zwei zurück. Alles gut. Ja, also, so weit war aber noch nicht. Keine Aufregung, meine Damen und Herren. Hm? Ihr müsst uns schon. Ja. Alles gut. Es hilft nichts. Alles gut. Conny. Hm? Da haben wir ihn wieder. Ja. Da ist er wieder, der berühmte Bayern-Dusel. Ja, kurz vor Knapp. Ja, wir haben alles überprüft. Ja, ich kann sagen, hier, Videoschiedsrichter, alles richtig gemacht. Ja, es war perfekt. Und damit haben wir eine Entscheidung im Fußballduell. Unglaublich, oder war? Im dritten Durchgang hat Giovanna Elber eine neue Bestzeit geschafft. Glückwunsch, Giovanna. Ja?